App Store oder Google Play runterladen. Wieder mit der leichter Lebenszeit. Ich freue mich natürlich wie immer, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich auch heute wieder über spannende Gäste. Da kann man ruhig nochmal zurückblicken auf den Anfang des Jahres und zwar gemeinsam mit Martina Haas. Denn gerade zum Jahreswechsel und wir sind ja fast schon im März, also Ende Februar, kann man nochmal über gute Vorsätze nachdenken und überlegen, hat man die denn eingehalten oder nicht? Denn ich glaube, 80% wahrscheinlich der Menschheit hat schon oder ist schon daran gescheitert. Warum das so ist und wie man wirklich trotz alledem seine Wünsche in Ziele umsetzen kann, das wirst du uns heute ein bisschen erklären, Martina. Schön, dass du da bist. Du bist ja nicht zum ersten Mal bei uns. Aber zum ersten Mal im neuen Studio. Und ich habe was mitgebracht. Ein neues Studio, ein neues Zuhause, ein kleines Präsent, ganz traditionell mit dem, was man immer brauchen kann im Leben. Mach auf, lüpfe. Dann ahne ich wahrscheinlich schon, wenn es ganz traditionell ist, was sich da drin enthalten wird oder was da drin enthalten ist. Und ja, und ich kann einen besseren Übergang eigentlich zu Sabine Lorenz gar nicht schaffen. Es ist natürlich Brot, Salz und der Glückspfennig, das heißt das Geld darf natürlich auch nicht fehlen. Vielen herzlichen Dank, sehr das freut gern. Uns sehr. Ist schön, wenn so alte Traditionen noch gepflegt werden, finde ich. Und genau um Brot und Salz geht es auch mit Sabine Lorenz. Lustig, ne? Hast du nämlich auch mitgebracht. Allerdings hast du dir gedacht, naja, wenn du schon das Küchenset quasi einweist, meine liebe Sabine, dann willst du natürlich auch Brot und Salz ein bisschen verarbeiten. Richtig, wir müssen sie auch gegessen kriegen. Wir wollen sie nicht liegen lassen. Genau, du hast lauter Leckereien mitgebracht und da kann man quasi sich ein schönes Quarkbrötchen nachkochen, was du alles mitgebracht hast und was sie auf ihren Einkaufszettel dann schreiben sollten, das wird uns Sabine gleich erzählen. Und Stefanie Kralewski ist auch bei uns und die hat in der letzten Woche Brot und Salz für den Jens mitgebracht. Also, genau, so ist es. Ja, ist schon so. Ne? So Rituale sind da doch irgendwas, wo man dran festhält, was ja schön ist. Ist schön. Genauso wie ein Ritual, ich stelle es jetzt mal ganz kurz hier ab, vielen Dank nochmal, freut uns sehr. Genauso wie man ja Silvester quasi wirklich das auch als Ritual ansehen kann, sich neue Vorsätze zu machen. Ob man sie dann durchhält, ist halt die andere Frage. Ich mache mal eine kurze Umfrage. Steffi, ganz kurz. Vorsätze, hast du durchgehalten mit guten Vorsätzen? Also ja, ich hatte keinen einen Vorsatz, den ich immer durchhalten muss, sondern an dem ich arbeite. Und das tue ich, komme ich gut voran. Okay, also bist noch am Ball, ja? Ich bin zufrieden. Vielleicht gar nicht, aber das werde ich Martina gleich fragen, vielleicht gar nicht so schlecht, sich nur einen guten Vorsatz vorzunehmen. Sabine, bei dir? Ich bin definitiv auch dabei, ja. Bei mir ging es, muss ich gestehen, so ein bisschen mehr um mich selber und auch so ein bisschen regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Nahrungsergänzungen, das ist so ein bisschen mein Thema und da bin ich toi 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 noch dabei, ja. Ah, dann kann man euch gratulieren, ja. Denn ich glaube, wenn man die Statistik wahrscheinlich anguckt, sind nicht mehr ganz so viele dabei, oder Martina? Du hast vorhin gut geschätzt, also in Amerika sagt man, 80% der guten Vorsätze sind im Februar schon dahin. Und andere Statistiken sagen, insgesamt kommen nur 9% der Vorsätze ans Ziel. Also je nachdem, wer die Statistik fälscht oder nicht fälscht, hast du unterschiedliche Ergebnisse. Du bist jemand, die die Menschen im Endeffekt an die Hand nehmen möchte. Du bist als Speakerin unterwegs, du hast Bücher geschrieben, du bist Dozentin. Also du machst sehr, sehr viel in diesem Bereich, wirklich Menschen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Denn aus Wünschen manchmal kann man wirklich auch Ziele gestalten, oder? Also je konkreter das ist, was ich mir vornehme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch durchsetze. Also wenn ich sage, ich würde gern 15 Kilo abnehmen, ohne Termin, ohne Teilabschnitte, werde ich sehr wahrscheinlich scheitern, weil dieses Ziel 15 Kilo ist für die meisten Menschen einfach zu groß. Wenn man sagt, 3 Kilo innerhalb eines Zeitraumes von einem Vierteljahr, es wirkt schon ein bisschen erträglicher. Also ich muss mir Termine machen, ja? Du brauchst Termine, du brauchst eine verbindliche Verabredung mit dir selbst. Ja. Und auch eintragen, gerne im Kalender. Mhm. Was im Kalender steht, nehmen wir ernster. Das ist die menschliche Natur. Mhm. Jetzt denkt man ja gerade jemand, der wahrscheinlich selber anderen Menschen die guten Glaubenssätze einbringt.
suggeriert, der muss das alles eigentlich auch wirklich beherrschen. Und du hast mir vor der Sendung aber verraten, dass dein guter Vorsatz auch schon gebrochen wurde. Ja? Na, ich hatte ja mehrere gute Vorsätze. Also in einem bin ich richtig gut. Ich trainiere gerade mehr zu trinken, also Wasser und Kaffee und solche Dinge, und arbeite da auch mit einer App, die mich kontrolliert und mich erinnert. Und es ist ungemein hilfreich, wenn du so eine Kontrollinstanz hast. Ich bekomme dann auch eine Statistik, dass ich 4-mal die Woche habe ich es geschafft, die anderen Tage nicht ganz so, aber man weiß, wo man steht. Und es diszipliniert einen. Also das ist der Punkt, wo ich richtig stolz auf mich bin. Denn ich bin ja viel unterwegs, zu Hause am Schreibtisch. Da stellt man sich halt das Wasser hin und das muss dann halt bis abends getrunken sein. Aber wenn du unterwegs bist, dann magst du auch nicht unbedingt auf fremde Toiletten gehen und du hast auch nicht immer die Gelegenheit, was zu trinken. Ist schwieriger, und so eine App ist eine tolle Unterstützung. Aber gescheitert bin ich an dem Punkt, abnehmen zu wollen. Das geht bei mir ohnehin nie am 1. Januar, all die Wahl meine Mutter backt zu Weihnachten immer eine Linzertorte und eine Woche vorher gibt es erst die Weihnachtskekse. Also nehme ich im Januar immer zu. Also idiotischer Zeitpunkt, am 1.1. abnehmen zu wollen. Und jetzt hat sie natürlich meine ganzen Bemühungen torpediert, indem sie mir Schweizer Schokolade geschickt hat. Okay, funktioniert natürlich auch nicht. Also muss man sich natürlich auch den passenden Zeitpunkt, wollen wir es mal so nennen, raussuchen, wann es wirklich in der, die beste Situation ist, an seinen Zielen zu arbeiten. Ne? Genau, das ist eine Unterstützung. Ja, aber was ich ganz spannend finde, ist, ich meine, du hast Bücher geschrieben, da geht es natürlich auch um Social Media, da geht es eben auch um diese neue Technologie, da geht es um viele Dinge, die wir oder die auch eine gewisse Generation erstmal abwehrt, weil sie sagen, nee, mit dem ganzen Blödsinn will ich gar nichts zu tun haben. Aber eigentlich sollte man offen dafür sein, denn auch so eine App kann einen wirklich motivieren, zum Beispiel seine Ziele zu erreichen, ja? Also ich war nie ein Freund von Apps, habe aber im letzten Jahr was gefunden, das gibt's leider nur fürs iPhone, aber das ist eine 10-minütige Meditation. Und dann hatte ich erstmal das Problem, wann bringe ich diese 10 Minuten unter? Also ich halte ja viel von Regelmäßigkeit. Und dann dachte ich, morgens um 11, so als Pause, gute Idee, war natürlich völliger Schrott, weil entweder war ich nicht da, habe telefoniert oder irgendwas ausgearbeitet und noch andere Zeitpunkte ausprobiert. Und jetzt mache ich das morgens früh um 6 als allererstes. Dann ist gut, und da bin ich auch richtig stolz. Ich habe das jetzt seit letztem Juli durchgehalten mit 2 kleinen Unterbrechungen. Mhm. Und das ist eine gute Sache. Und diese Routine und den festen Zeitpunkt zu haben und auch da wieder die Kontrolle, da wird auch aufgelistet, wie viele Tage in Serie man durchgehalten hat. Und das ist auch intelligent gemacht. Belohnung, ist das auch ein Thema? Also wenn man Dinge geschafft hat, dass man dann ruhig auch stolz sein kann und sich was Gutes tun darf? Man sollte das vorher schon fest mit sich verabreden. Wenn das und das erreicht ist, gibt es Kinobesuch, ein neues Buch, ein neues Kleid, ein Wochenendausflug sonst wohin. Also das ist schon ganz wichtig, sich selbst ein wenig auszutricksen. Jetzt muss man ganz klar sagen, es sind natürlich überhaupt gar keine neuen Dinge, die du uns gerade erzählst. Ich glaube, im Unterbewusstsein wissen wir schon alle, wie es irgendwie funktioniert. Und trotzdem scheitern wir ja ganz oft an den Sachen. Also woran liegt das denn? Wir nehmen uns sehr oft zu viel vor und zu diffus. Und wir sollten uns auch ein Umfeld schaffen, das uns unterstützt. Also nicht die liebe Mutter, die dir die Schokolade schickt. Natürlich ist es total schön, dass sie es gemacht hat. Und es ist ja meine Schuld, wenn ich das unkontrolliert auffresse. Aber jetzt eben mit der Order, bitte jetzt erstmal nichts mehr. Dann auch klar zu sagen, wer hält mich von meinen Plänen ab? Wer unterstützt mich? Es hilft auch ungemein, wenn wir Dinge gemeinsam tun. Oder auch zu sagen, ich melde mich irgendwo in einem teuren Fitnessstudio an, das tut mir weh, dieses Geld, wenn ich es nicht nutze, sich einfach ein bisschen auszutricksen, weil Gewohnheiten zu verändern, das braucht seine Zeit und es braucht auch einen festen Willen. Aber es können auch Gewohnheiten quasi zu Ritualen werden, und wenn man das wahrscheinlich schafft, dann ist es ein Stückchen einfacher. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, denn es geht natürlich um Motivation, und die Motivation kann man in vielen Bereichen natürlich finden. Du hast jetzt unter anderem die Social Media Abteilungen angesprochen. Du selber hast auch ein Buch geschrieben, da geht es eben auch um Zusammenhalt, da geht es eben auch um Community, also sich mit
mit den richtigen Menschen zu vernetzen. Crashkurs Networking für alle die, die vielleicht gerade noch einsteigen wollen. Aber du hast eine Strategie entwickelt und die finde ich auch sehr, sehr schön, nämlich die Löwenstrategie. Und da geht es darum, dass sie erlernen können, wie sie zum Beispiel in 4 Stunden Dinge schaffen können, die andere, für die andere einen ganzen Tag brauchen. Wie man da wirklich am besten vorankommt, das hast du aufgeschrieben. Und diese 2 wunderbaren Bücher, die dürfen wir heute an unser Publikum verlosen in einem schönen Paket. Das heißt, wenn Sie Unterstützung brauchen, wenn Sie wirklich auch so eine Motivationshilfe benötigen, dann machen Sie doch heute am besten bei unserer Verlosung mit. Denn dann gibt es ein wirklich tolles, tolles Buchpaket nach Hause. Und ja, ich denke, auch heute ist es nicht ganz so schwierig mitzumachen, denn unsere Verlosungsfrage, die ist machbar. Welches Thema hat uns denn Martina Haas heute mitgebracht? Ist es A, die Bepflanzungstipps für den Balkon oder sind es doch B, die guten Vorsätze? Unter den eingeblendeten Telefonnummern wie immer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Ich muss Sie wie immer darauf hinweisen, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet. Mobil kann es auch etwas teurer werden. Und dass bis um 15 Uhr unser Anrufbeantworter geschaltet ist. 18 Jahre sollten Sie außerdem sein. Und dann steht eigentlich dem Anruf nichts mehr im Wege. Und Sie können wie ein Löwe an Ihren Strategien arbeiten. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, das werde ich gleich noch ein bisschen mehr vertiefen mit Sabine Lorenz. Denn die will uns heute auch etwas Gutes mit auf den Weg geben. Allerdings mehr für den Magen, für das Bäuchlein. Richtig. Handmade. Ja. Wie motivierst du dich? Also um wirklich deine Vorsätze einzuhalten. Also diesmal bin ich wirklich gut dabei, weil ich gemerkt habe, ich muss für mich mehr tun. Ich habe mich so ein bisschen vernachlässigt oder ich könnte auch sagen, ich arbeite viel zu viel. Und ich habe mir ja nur so ein bisschen Denkzettel von meiner Gesundheit gekriegt und dann dachte ich, okay, ich muss wieder lernen, regelmäßig zu essen, morgens, mittags und abends. Ich muss lernen, wieder Pausen zu machen und ich muss wirklich meine Nahrungsergänzung hochfahren. Mhm. Und da bin ich dran und ich darf mir auch Hilfe von außen holen. Auch das mache ich ja so ungern, muss ich gestehen. Da bin ich dran, ja. Und das Schöne ist, du hast gerade gesagt, ich muss es wieder erlernen. Ich muss es lernen. Es sind wirklich so Sachen, ne, die man im Laufe des Lebens dann irgendwann mal vernachlässigt, weil die Zeit schneller ist, weil man die Zeit nicht mehr hat, weil man sich die Mühe vielleicht gar nicht mehr macht. Ja. Und dann muss man wieder zurückfinden. Ja, ich gebe ungern Aufgaben ab, weil ich mir denke, bis ich das jetzt lange erklärt habe, dann hast du es schneller selber gemacht und weißt, das ist richtig gemacht. Und da tue ich mir so schwer. Und deswegen, aber da muss ich anderweitig delegieren, abgeben und andere Wege gehen. Ja. Aber ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt im Februar auch nochmal, Ende Februar, eigentlich darüber nochmal nachzudenken und sich nochmal zu hinterfragen, warum hat bei mir irgendwas nicht geklappt oder was kann ich zum Beispiel wirklich besser machen? Also ich finde, die Sachen, die wir heute gehört haben, sich Termine zu setzen, finde ich, ist ein echt richtig guter Tipp zu sagen, ja, nicht diese 15 Kilo oder nicht dieses, ich mache das ab sofort, sondern Stück für Stück, wie es halt im Leben auch ist. Ne? Man muss Stein für Stein aufbauen. Ich glaube aber auch, wenn man mehr Pausen hat und regelmäßig isst, nimmt man automatisch ab. Wenn man nämlich den ganzen Tag es nicht tut und dann so wie ich abends anfängt, dann zu essen urplötzlich, dann ist das auch nicht so dolle. Mhm. Und deswegen, ich denke, dass eine Regelmäßigkeit für den Körper ist wichtig und tut uns gut. Und eine gewisse Disziplin gehört natürlich auch dazu. Richtig. Und ich finde wirklich, und das ist ein ganz großer Tipp, den ich auch schön von Martina fand, nämlich, dass man sich heute diese Motivation und diese Power wirklich über diverse Apps runterladen kann, die einen wirklich unterstützen. Mhm. Also man verteufelt ganz oft diesen ganzen Bereich, aber es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wirklich da Motivation zu bekommen. Du hast heute aber etwas mitgebracht und da geht es auch um Rituale, um ein sehr, sehr schönes Ritual, nämlich auch um Salz und Brot. Mhm. Allerdings, wir verfeinern das Ganze noch ein bisschen. Ja. Genau, bei uns kommt was oben drauf. warum ist das so ein Ritual? Also das ist immer noch, also es ist ja, wie das Leben manchmal auch so spielt, wie ihr als Lebensberater ganz oft mit den alten Weisheiten von ganz, ganz früher natürlich noch kommt, weil die nie in Vergessenheit geraten. So ist Brot und Salz. Bei uns sowieso in der Pfalz ist es normal, dass man jemanden umzieht, dass es da Brot und Salz gibt, ja. Du hast ja vor der Sendung auch gesagt, Salz natürlich, was wahnsinnig kostbar ist. Weil es kostbar, weil wertvoll war, was Besonderes war, Reichtum, Fülle, Wohlstand und natürlich das tägliche Brot, dass es einem gut gehen soll, dass man immer genährt ist. Das ist ja das, was hier dran steht. Und es ist eine schöne Geste eigentlich, oder? Wenn man sowas dann auch bekommt. Heute gibt es Brot und Salz, allerdings ein bisschen verfeinert. Was muss denn auf den
Einkaufszettel und was machen wir überhaupt? Was machen wir? Also ich werde zwei verschiedene Frischkäse machen. Ob das jetzt Quark später ist oder Frischkäse, muss jeder selber wissen. Es ist ja wurscht, was man nimmt. Also deine mag vielleicht lieber Quark. Das heißt, in den einen kommt auf jeden Fall Schlotten und Radieschen rein, Pfeffer und Salz. Und bei dem anderen werde ich auf jeden Fall Peperoni, Oliven und Tomatenmark reinmachen. Das heißt, das eine ist so eine italienische angehauchte Geschichte und das andere ist etwas rustikaler, aber frühlingshaft. Das bedeutet, also... Ich schnibbel jetzt wie verrückt. Genau, ich kann dich gerne unterstützen oder wir können uns auch noch weiter ein bisschen über gute Vorsätze, ja, über Rituale unterhalten, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, dass natürlich so ein paar Sachen Gewohnheiten zu Ritualen natürlich werden können. Und wenn wir umdenken, so wie du ja auch gesagt hast, ich habe ein bisschen umgedacht und hast wahrscheinlich auch das ein oder andere, kann man sagen, ritualisiert. Ja, also was ich zum Beispiel umgestellt habe bei mir ist, statt abends irgendwelche Süßigkeiten auf der Couch, trinke ich jetzt meinen Pfefferminztee. Und dieser warme Tee tut mir gut und ich schlafe auch besser ein. Also das, dieser Tee, diese Ruhe, dieser Tee, diese Wärme, das macht was mit mir. Ich habe überhaupt festgestellt, warme Getränke, die man gezielt zu sich nimmt, ist mehr eine Auszeit. Man genießt es anders, man kommt anders zur Ruhe. Mhm. Und das habe ich mir angewöhnt, das tut mir auch gut, muss ich sagen. Mhm. Ernährung, hast du auch gesagt, eine gewisse Art der Ernährungsumstellung spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Ja. Ist aber manchmal natürlich auch anstrengend. Also finde ich, wenn man so viel nachdenken muss. Also ich finde, hast du nicht das Gefühl, ein bisschen Lebenslust dadurch zu verlieren? Nee, eben mehr. Ich esse ja jetzt mehr. Ich esse ja mehr wie vorher. Ja, aber ich esse jetzt auch bewusster. Also ich meine, ich habe ja jeden Tag kindermäßig eh schon gekocht, aber ich frühstücke jetzt bewusster, ich esse auch mittags wieder und ich esse abends bewusster. Also nicht mehr dieses schnelle Brot oder Bäcker oder irgendwas, sondern ich esse wieder mit und ich nehme mir die Zeit. Also esse ich bewusster. Und daraufhin kaufe ich natürlich auch nochmal bewusster ein. Also ich finde das gut. Genau, was hat sich dann generell so verändert? Also gehst du jetzt, hast du dir vorgenommen, ich gehe jetzt jeden Tag frisch einkaufen oder... Ja, aber warum hat es früher nicht geklappt? Weil ich zu viel gearbeitet habe, ganz ehrlich. Definitiv zu viel. Ich habe so viele Ideen im Kopf, die ich alle versucht habe umzusetzen. Alle, ob das jetzt Kartendecks waren oder über dem Shop Sachen oder Seminar oder Texte oder so viel. Und ich bin jemand, ich möchte das dann alles abarbeiten. Abarbeiten und nochmal abarbeiten und dann hat man natürlich auch noch Alltag und Kinder und Haushalt und noch so tausend andere Sachen. Und da habe ich festgestellt, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt und ich habe jetzt auch vieles umgesetzt für mich, aber ich darf mich jetzt wieder entspannter zurücklehnen. Und das vielleicht sich auch die Zeit in den Kalender eintragen, die Zeit, die man sich selber nimmt. Das fand ich eigentlich ganz spannend, was Martina gesagt hat, nämlich diese eine App, die du dir runtergeladen hast, Martina, die eigentlich nur 10 Minuten von Dauer ist und du hast aber trotzdem keinen Weg gefunden, diese 10 Minuten in den Tag einzuplanen. Das ist schon verrückt eigentlich. 10 Minuten, was bitte schon sind 10 Minuten, oder? Also... Ist so. Du schnippelst ein bisschen, ich komme gleich noch ein bisschen wieder und dann gucken wir, wie weit du vorangekommen bist. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mal wieder um unsere Hexe. Die Hexe, Stefanie Kalewski, die ist nämlich mit ihrem Hexenkalender bei uns. Meine Liebe, du bist ja Dauergast gerade hier bei Leichter Leben. Aber nein, ich freue mich natürlich. Es ist ja immer so schön, weil du ja auch gerne hierher kommst und auch gerne in unsere neuen Räumlichkeiten kommst. Ja, die ich sehr schön finde. Ja, ja. Auch. Steffi, du hast heute den Hexenkalender dabei und da hast du dir heute auch ein Thema ausgesucht, wo es wieder um eine Göttin geht, die uns etwas sagen möchte. Ja, und zwar geht es eigentlich um das große Thema der Eide und Versprechen. Passt ich irgendwie auch heute wieder ganz gut in die Sendung, oder? Ja, weil man sich manchmal gar nicht bewusst macht, was man eigentlich so alles so vor sich hin sagt. Und wir setzen uns damit immer wieder Blockaden. Ich habe Hygieia mitgebracht. Das ist, es kommt täglich, wenn wir über Hygiene sprechen, in Gedanken. Sie ist die Tochter von Asklepios. Sagt ihr das was? Nein. Dieser medizinische Stab mit der Schlange drumherum ist der Asklepios-Stab. Mir natürlich was. Genau, der Apothekenzeisiegel. Richtig, genau, ja, genau. Und ist der Gott der Heilung und ist seine Tochter. Und bei ihr geht es darum, nicht in die Heilung zu gehen, sondern vorher schon was zu tun. Und sich vorher Dinge zu überlegen, was man, wo man hinschauen möchte, einfach vorausschauend zu denken. Das bedeutet, gehen wir mal wieder in unsere heutige Runde hinein bei Sabine.
hätte es eigentlich schon viel früher losgehen müssen, weil ja, der Alarmknopf wurde irgendwann mal geklingelt, aber man sollte eigentlich schon loslegen, bevor der Alarmknopf richtig, losgeht. Richtig, genau. Man darf vorher schon auf sich schauen. Das ist aber Prävention. Das ist im Alltag manchmal schwierig. Und sie wird als ganz am Anfang im Hippokratischen Eid angerufen. Der Hippokratische Eid ist ja das, was früher die Mediziner geleistet haben, was ja heute nicht mehr der Fall ist. Es gibt ja, viele glauben ja, das würde heute immer noch sein, oder man müsse, wenn man ein Arzt wird, irgendein Eid sprechen oder so. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist alles überhaupt nicht verpflichtend. Aber viele Dinge, die im Hippokratischen Eid drinstehen, sind heute noch gebräuchlich, gehören zur ärztlichen Ethik dazu. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, gerade wo es ums Thema Eide geht, ist, wir achten eben nicht darauf, was wir uns so sagen. Wir sagen dann solche Sachen wie, sowas kann ich nicht. Das habe ich ja noch nie gemacht. Sowas werde ich nie können. Ich bin zu blond zu, ich bin zu doof zu, ich bin dazu. Und wir machen, was wir damit machen, ist, wir setzen uns selber eine Limitierung und wir versprechen uns das im Prinzip. Wir sagen uns, wir sind, solange ich als Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja mal diese blöden Blondinenwitzchen oder so, und dann sagt man sich eigentlich, solange ich das so bin, kann ich das und das nicht tun. Und das ist sehr schade, weil ich finde, wir limitieren uns damit. Und solche Sachen wie, dich werde ich immer lieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das sagt, sagt man ganz oft, wenn man so verliebt ist oder so. Und das ist schwierig, weil für immer ist halt nicht für dieses Leben, sondern für immer heißt, wir haben ein Versprechen gegeben. Und zwar, dass über alle Leben, die noch kommen, aber wenn man so meint. Hinaus, ja, das meinen wir aber in dem Moment, aber vielleicht geht es im nächsten Leben gar nicht. Und ich halte also gar nichts von solchen Versprechen, weil wir haben heute gerade im spirituellen Alter, wir Berater, haben genau ganz viel damit zu tun, dass eben es noch Gelübde gibt aus Vorleben, dass es Versprechen gibt, nie jemanden im Stich zu lassen und so weiter. Und ich finde das ganz schwierig und ich denke, da darf man auch ein Stückchen weit mal aufräumen und mal loslassen. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil über den kann man natürlich diskutieren. Also, weil auf der einen Seite sind natürlich so Versprechungen auch irgendwie natürlich was Bindendes, aber auch was sehr, sehr Schönes. Auch da ist natürlich, also man kann, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, das muss jeder für sich selber irgendwie finden, wie er das oder wie er damit richtig umgeht. Das Einzige, was ich glaube, was jeder versteht, ist, dass wir vorsichtig mit dem sein müssen, was wir sagen. Genau. Das heißt, wir reden manchmal einfach ein bisschen zu schnell und denken zu wenig, oder? Genau. Es heißt ja auch nicht, dass wir niemandem unsere Liebe gestehen dürfen. Das heißt es natürlich nicht. Und es heißt auch nicht, dass wir nicht sagen dürfen, ich werde immer auf dich aufpassen oder ähnliches. Aber es heißt eben, dass wir uns das merken müssen, wenn wir so etwas sagen. Und wenn die Beziehung vielleicht kaputt geht, wenn Ehen auseinandergehen, dann muss eben dieses Versprechen auch gelöst werden. Und es wird nicht dadurch gelöst, dass man sich scheiden lässt, sondern dann muss man das wirklich bewusst loslassen. Mit einem kleinen Ritual vielleicht. Oder mit Gebeten ist das auch möglich. Mit Energiearbeit kann man das auch tun. Da muss jeder so seinen Weg finden, was er da tut. Aber das muss uns einfach bewusst sein, dass das, was wir sagen, Auswirkungen hat. Naja, also wie gesagt, es gibt so viele schöne, kluge Sätze dazu. Und es hat was mit Resonanzgesetz zu tun. An jedem wünscht mir, was er will. Gott gibt ihm zweimal so viel, ob man es jetzt positiv oder negativ sieht. Und ich glaube, das ist etwas, wo man gerade auch im Social-Media-Bereich, glaube ich, öfters mal über eine Netiquette nachdenken sollte. Ja. Die gibt es bei uns, Gott sei Dank, bei Leichter Leben, die gibt es bei Astro TV, die Menschen darauf hinzuweisen, es ist okay, Kritik zu üben. Und es ist auch okay, mal nicht alles gut zu finden. Aber es ist immer die Art und Weise, wie man Dinge verpackt und was da manchmal im Internet los ist. Also da wird mir Angst und Bange, ne? Ja, tut aber auch wieder was mit demjenigen, der es sagt. Ja. Also Worte wirken halt, das ist, was ich meine. Ja. Also Worte, die haben Bestand, die sind nicht so dahingesagt und dann irgendwann weg, sondern die tun was mit mir, wenn ich sie spreche, die tun was mit dir, wenn du es hörst, mit jedem anderen, der es vielleicht hört. Und die sind dann einfach gesagt, das kann man nicht zurücknehmen, das darf man dann loslassen oder eben auch festhalten. Ein was mir da gerade wieder einfällt, eine sehr bewegende Reise, die ich mal nach Nepal gemacht habe. Der Hinduismus, der ja da eine große Rolle im Bezug des Glaubens spielt. Und ich war bei einer hinduistischen Feuerbestattung dabei. Mhm. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil da werden den Toten quasi Feuerpasten in den Mund gelegt und sie werden verbrannt über die Feuerpasten im Mund. Und der Hintergrund daran ist natürlich der, dass man sagt, man hat in seinem Leben so viele schlimme Dinge gesagt und man will rein im Endeffekt irgendwo ankommen. Ja. Und das fand ich wirklich auch ein
Ja, eine tolle Aussage irgendwo, ja, zu sagen, man muss sich befreien oder halt mal ein bisschen mehr denken. Ne? Vorher denken, dann sprechen. Ja? Aber das hat natürlich auch so mit Zielen zu tun. Weißt du, wenn wir über Ziele sprechen und uns vorher im Vorhinein sagen, das schaffen wir nicht und das können wir nicht und ach, der 1. Januar ist eh ganz schlecht für Ziele und so weiter, dann ist es das auch. Wir setzen uns damit unsere eigenen Limitierungen und wir dürfen dann selber entscheiden. Und das Tolle ist ja, wir haben ja noch einen Punkt, ein Datum zum Neuanfang, das ist der 21. März, wenn das Jahr eigentlich richtig losgeht. Das heißt, für alle die, die es zum Neujahr nicht geschafft haben, die können am 21. März nochmal anfangen. Ich habe das Gefühl, wir werden wahrscheinlich am 21. März oder zumindest um den Dreh genau, darüber nochmal sprechen. Genau. Aber ja, gibt einem dann schon eine gewisse Gelassenheit zu sagen, okay, wir gehen nicht immer unter Druck, deswegen einfach mal ein bisschen loslassen. Aber trotz alledem immer noch an seinen Zielen zu arbeiten, ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Ich komme gleich nochmal zu dir, denn ihr seid natürlich Berater, die vielen Menschen auf eure Art und Weise Lebenshilfe geben. Und ja, jeder kann sich natürlich auch den Berater seines Gustus aussuchen. Genau. Und das ist das ganz Schöne. Da hat man die Möglichkeit, natürlich auch über unsere Zeitung den Zukunftsblick in der kleinen Beilage den richtigen Berater zu finden. Und unseren Beratern passiert immer wieder etwas, nämlich, dass sie einfach tolle Resonanzen von den Menschen bekommen. Und die ein oder andere tolle Erfolgsgeschichte, die da entstanden ist, die stellen wir auf der einen Seite natürlich immer im Zukunftsblick vor, aber natürlich auch hier bei Leichter Leben. Na klar. Und natürlich auch auf Facebook, denn wir sind Social Media mäßig hier ganz oben dabei mit Astro TV Leichter Leben und natürlich auch mit unserer Zeitung im Zukunftsblick. Da kann man diese Sachen auch nochmal nachlesen. Aber du wirst sie uns gleich erzählen. Jetzt erst ein kurzes Päuschen und dann reden wir weiter über Ziele und über Wünsche und was wir machen können, um da endlich in Bewegung zu kommen. Der Hexenkalender für 2019 ist da. Stefanie Gralewski, die Expertin für Rituale und Mythologie, hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Feiertage der verschiedensten Religionen zusammengestellt. Der Kalender im A5-Format enthält mehr als 300 Ritualanleitungen und führt sie durch ein Jahr voller Liebe, Glück und Leichtigkeit. Übrigens, erstmals gibt es für 2019 einen kleineren Hexenkalender im Taschenbuchformat. Ideal für unterwegs. Bestellungen und weitere Informationen unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 9561 9248. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Ich fand das jetzt wieder ganz spannend, was wir gerade gehört haben, dass es natürlich um Dinge geht, um Worte geht und Sachen, die wir vielleicht uns selber sagen, die wir aber auch anderen sagen. Manchmal entstehen Blockaden, manchmal können wir aber Ziele natürlich auch besser fassen, wenn wir die auch aussprechen, oder? Also, aber wir haben vorhin ja darüber geredet, dass es eben auch um diese Wörter geht, Dinge anzunehmen, zu sagen, ich denke klein, klein oder ich denke groß, groß. Also sollten wir viel mehr groß, groß denken, um die großen Ziele auch wirklich zu packen? Ja und nein. Also ich denke schon, dass du große Ziele haben solltest. Aber damit der Berg nicht zu hoch ist, in einzelne Etappen untergliedern, dass ich eben die Dinge auch schaffen kann. Sonst habe ich einen guten Grund, nach einem Vierteljahr zu sagen, das kann ja keiner schaffen. Habe ich aber diese Etappenziele, dann sind die machbar. Und es ist dann auch mein Thema, wenn ich es nicht schaffe. Dann war es vielleicht nicht mein wirkliches Ziel. Vielleicht war das dann das Ziel des Lebensgefährten, der Eltern oder von sonst jemandem. Es war gar nicht meins. Oder es war mir einfach nicht wichtig genug. Es ist immer eine Frage der Prioritäten. Was will ich wirklich? Das entscheidet auch, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Es stimmt nicht, dass wir keine Zeit haben. Wir gehen schlecht mit ihr um und wir verwenden sie nicht immer so, wie es vernünftig wäre. Ja, vielleicht brauchen wir die richtige Strategie, die Löwenstrategie vielleicht, um in 4 Stunden wirklich Dinge wegzuarbeiten. Es gibt ja Menschen, die schaffen das. Also es gibt ja Menschen, die wirklich kontrolliert auch am Arbeitsplatz sind, die wirklich sagen, der eine braucht halt 8 Stunden, um die gleiche Arbeit zu machen, die jemand in 2 Stunden schafft. Das hat nichts damit zu tun, dass der eine vielleicht schlauer ist oder weniger schlau, sondern das hat eher was wahrscheinlich mit der Einteilung zu tun, oder? Es ist die Einteilung und es ist die Fokussiertheit.
Zeit. Man muss halt eine Menge Dinge weglassen. Und wir haben mittlerweile ein riesiges Problem mit unserer Abgelenktheit, auch durch die Social Media. Dauernd fiepst irgendwas, da kommt WhatsApp rein, da kommt wieder eine E-Mail. Und es tut uns nicht gut, jedem Reiz sofort hinterher zu rennen. Wir verzetteln uns und wir fangen ständig wieder von vorne an. Also es ist wirklich gut zu sagen, das geht jetzt aber ins Zeitmanagement. Ich schaue meine E-Mails nicht immer an, wenn sie kommen, sondern ich bündle das vormittags, nachmittags, wie auch immer. Und auch mit anderen Tätigkeiten, Telefonate am Stück hintereinander wegzuschaffen, um dann auch wieder den Freiraum zu haben, intensiv sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das fängt schon in jungen Jahren wahrscheinlich an. Also der Neffe meiner besten Freundin, der ist gerade auch im Prüfungsstress und der hat für sich ganz klar entschieden, ich lösche mir alle Social-Media-Geschichten von meinem Handy. Das heißt, der ist weg von Instagram in der Zeit, der ist weg von Facebook, weil er weiß, ich werde einfach darüber so abgelenkt, dass ich meinen Fokus eben nicht mehr auf das, was gerade wichtig ist, auf meine Lernarbeit richten kann. Also müssen wir uns natürlich schon manchmal auch zwingen, Dinge zu tun und uns von Dingen, die wir eigentlich sonst ganz gerne mögen, zu verabschieden. Ich meine, es ist eine Frage der Disziplin. Was wollen wir wirklich? Diese Prüfung zu schaffen ist einfach enorm wichtig und es ist auch wichtig, dass wir unsere Deadlines mit Kunden einhalten. Es geht nicht, den Leuten zu sagen, ich war zu viel im Web unterwegs, ich habe es leider nicht geschafft, abgesehen davon, dass man es nicht sagen würde. Aber das darf kein Grund sein, die Dinge nicht zu erledigen. Wir kennen doch unsere Schwachstellen und manche Dinge muss ich mir vielleicht wirklich aus dem Haus schaffen oder darf mir die Schokolade im anderen Fall nicht reinholen. Ich weiß doch, was mich ablenkt und diese Fokussiertheit, das ist ganz wichtig bei den Löwen, wenn die auf Beutezug sind, die müssen halt das Rudel ernähren und man weiß auch, 8 von 9 Beutezügen gehen daneben, wenn du da nicht auch dran bleibst und weitermachst und dich nicht frustrieren lässt. Es kann halt auch 10-mal daneben gehen oder 12-mal, bis dann endlich ein Tier fürs Rudel erlegt ist. Also dieses Dranbleiben und der Fokus auf eine Sache und die richtig zu machen. Hey, ja, wir packen manchmal viel zu viel wahrscheinlich an und machen alles irgendwie nur halb, aber nie so richtig ganz, anstelle uns wirklich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren. Aber es ist doch so, ich muss jetzt noch mal kurz eine kleine Umfrage machen, Sabine. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir heute sagen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, weil darum geht es ja, Zeitmanagement. Empfindest du das nicht auch so? Also wenn ich jetzt überlege, wir haben nächsten Monat schon März. Also wo sind diese 2 Monate schon des Jahres geblieben? Glaubst du, das ist eine Frage des Alters oder glaubst du, es geht den jungen Leuten auch schon so? Also ich glaube, dass die zum Teil mehr Stress haben mit der Ablenkung auf jeden Fall. Also wie ich bestimmt, weil ich ja eigentlich nicht so ein technischer Mensch bin. Aber auch ich das Thema mit der Ablenkung schon sehr extrem wahrnehme. Ja? Aber auch ich anfange, Dinge gebündelter zu machen, auf jeden Fall. Mhm. Steffi, wie ist es bei dir? Also ich meine, du bist ja auch sehr diszipliniert. Wir haben ja den schönen Hausbesuch bei dir gehabt, wo wir so ein bisschen mal einen Einblick auch hinter die Kulissen deines Privatlebens bekommen haben, wo du ja schon gesagt hast, also ich habe meine Zeiten, die nehme ich mir auch, das ist schon wichtig. Aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, die Zeit läuft dahin? Na ja, also wenn ich mich irgendwo im Internet vertrödel, dann schon. Ja, es gibt so Seiten, also Facebook und was ist gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist immer Pinterest. Ich weiß nicht, das ist dann wirklich nix, das die Hölle Frau Lorenz. Für mich. Das ist ja so mein Problem, wo einfach alle so zeigen, was sie so künstlerisch so tun. Also so viele Ideen, dann kriege ich noch mehr Ideen, was ich alles umsetzen möchte. Aber ich nehme mir bewusst Zeit dazu. Was ihr nicht gesehen habt, sind meine ganzen Pläne. Also bei uns ist alles sehr strukturiert und wir wissen genau, welchen Bereich des Tages wir was tun. Und da ist eben auch Zeit für Freiraum drin. Da ist Zeit drin, um mal ein halbes Stündchen dort einfach so zu vertrödeln, einfach des Vertrödelns willens. Und ich finde, das brauchen wir schon. Wenn wir uns das immer verbieten, dann wird es am Ende nicht funktionieren, wird uns nicht glücklich machen, glaube ich zumindest. Und du hast gerade gefragt, wo die 2 Monate hin sind. Also ich weiß das sehr genau, wo die hin sind. Ich weiß, was ich gemacht habe in der Zeit. Also was ich geschafft habe in der Zeit. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, sie sind irgendwie abhanden gekommen. Na, das stimmt schon. Also ich weiß auch, wo die 2 Monate hin sind, aber trotzdem hat man irgendwie dieses Gefühl, dass man eben sich manchmal nicht verzettelt, aber dass die Zeit doch irgendwie so schnell vorbeigeht und man irgendwie denkt, das gibt's doch nicht. Also jetzt haben wir diesen schrecklichen Winter wahrscheinlich hinter uns gebracht und der Frühling geht schon los, was ja schön ist eigentlich. Ne?
Also wie man wirklich konkret seine Pläne besser gestalten kann, darüber werden wir uns auch nochmal unterhalten. Denn in der Löwenstrategie, da hast du ja eine Strategie entwickelt, wie wir es schaffen, wirklich unsere Zeit ein bisschen besser zu nutzen. Und es hat wahrscheinlich, wie wir es gerade von Steffi auch wirklich gehört haben, was mit Terminierung zu tun. Ne? Also wir müssen uns konkret auf Dinge konzentrieren. Ob das so ist, darüber reden wir gleich. Jetzt machen wir erst noch mal ein kurzes Päuschen und dann gucken wir mal, wie weit Sabine Lorenz gekommen ist. Denn es riecht schon sehr, sehr gut. Und das wäre jetzt wieder so ein Punkt zu sagen, selbst wenn ich in der größten Diät bin, ich würde heute wahrscheinlich, würde es einfach abbrechen. Abbrechen bei dem Geruch. Am nächsten Tag weitermachen. Mein Päuschen machen. Soll man sich ja mal Zeit nehmen. Machen wir jetzt Werbung. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Also ich finde, es sieht schon wieder fantastisch aus. Also aus der Schüssel wird doch gelacht, oder? Ja. Also man hat doch das Gefühl, die lacht einen richtig an. Und auch hier hat man wirklich sofort, wie du es gesagt hast, ne? Hier ist der Frühling, hier ist Mediterrane, also das Sommerliche in irgendeiner Form. Wieso ist die Farbe plötzlich so anders? Da ist eine komplette Tube Tomatenmark drin, weil ich einfach diesen das mediterrane Italienische haben wollte. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir eigentlich alles brauchen, außer den Quark haben wir angesprochen. Also auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe hier bei drei Päckchen Frischkäse, habe ich eine Tube Tomatenmark drin. Nur, dass man mal eine Vorstellung hat, was man von der Menge braucht. Ah, okay. Ja, und das hat gereicht. Das heißt, da ist es ist ja auch wirklich ein schnelles Gericht, muss man sagen. Ja, also es ist der Quark, es ist die Tube Tomatenmark, es sind es sind ein paar Oliven drin, ja. Genau. Und das vermengen wir jetzt einfach Pfeffer, noch? Salz, mehr ist nicht. Ja. Ist ja ein toller Brotaufstrich, kann aber auch eine Beilage sein zu Kartoffeln, für einen Grillabend. Also wir gehen schon in den Sommer Richtung. Also auch da funktioniert das ja ganz gut. Ne? Klar. Sehr schön. Und hier kann ich erkennen, da ist das Radieschen. Schlotten und Radieschen, genau. Und der Pfeffer, Salz, bisschen Milch, dass es ein bisschen fluffiger wird. Ich habe da nur so reingegriffen irgendwas. So, wie weit sind wir denn wegen so probieren und so? Also nur mal so nebenbei Du kannst, also ich habe nicht so viel mal, Zeit, weißt du? Ich muss schon mal Zeitmanagement kannst, ein bisschen besser probieren. Einteilen heute. Ich schmier dir mal ein nettes Brötchen hier. Nee, was kann ich machen? Du kannst hier probieren. Du kannst auch von dem machen. Nein, ich wollte mal ein bisschen mithelfen. Du möchtest rühren. Ich wollte jetzt nicht nur irgendwie da schmarotzermäßig neben dir stehen, sondern wollte dich auch ein bisschen unterstützen. Natürlich, klar. Auch das ist ja so ein Thema, ne? Viele Dinge kann man ja alleine vielleicht gar nicht in der Schnelligkeit bekommen. Also da muss die Familie vielleicht auch mal eingespannt werden, so wie du es gerade gesagt hast, Dinge auch mal abzugeben. Fällt mir auch total schwer, weil ich immer denke, es macht doch eh keiner so gut wie ich. Ne? Da war es mit unser Thema. Ja, es ist so. Aber eigentlich machen wir dann auch unsere Partner oder die Menschen um uns herum wütend, weil die immer das Gefühl haben, wir trauen ihnen auch nichts zu. Ja, den Spruch kenne ich. Du lässt dir ja nichts sagen oder lässt dir ja nicht helfen. Ja, ich gebe Aber sie haben ja recht. Ja, natürlich. Das würden wir natürlich nicht zugeben. Nein, natürlich nicht. Niemals. Gucken jetzt gerade hoffentlich auch nicht zu. Ja. Doch, ich befürchte schon. Nein, aber wirklich diese Ehrlichkeit zu haben oder nicht die Ehrlichkeit zu haben, aber wirklich auch mal das Vertrauen zu haben oder es einfach mal zu tolerieren, wenn es halt dann nicht ganz so perfekt ist, wie man es selber gemacht hätte. Ja, also ich muss gestehen, ich nehme Hilfe ungern an. Das ist eine viel eine größere Baustelle. Also ich nehme, was bist du für ein Sternzeichen? Waage, Aszendent, Jungfrau. So. Ungern, ich nehme ungern Hilfe an. Ja,
ich arbeite. Das ist doch ähnlicher, als ich gedacht habe. Also nachdem ich die Haustour gesehen habe, auf jeden Fall bei dir. Das hat mich sehr zum Schmunzeln gemacht. Ja, aber eigentlich ist das auch ein schöner Plan. Und das ist ja dein Plan eigentlich gewesen. Ne? Mal nicht zu sagen, ich muss das oder das so großartig ändern, sondern wirklich sich selber mal zu durchleuchten. Und mal zu sagen, was stresst mich eigentlich an mir selber? Und die Ehrlichkeit auch zu haben. Also ich muss gestehen, nachdem ich im Januar etwas zusammengeklappt bin, ist mir nichts anderes übrig geblieben. Ich bin wirklich zusammengeklappt, weil ich zu viel gemacht hatte. Ja. Und deswegen bin ich dann gezwungen, also Steffi hat vollkommen recht, man hört ja nicht auf die Zeichen, warum auch, ne? Aber musste ich ändern. Ja. Genau. Ja, deswegen und dann habe ich auch so ein bisschen Päuschen. Ja, und dann merkt man natürlich aber auch, dass viele Dinge dann leichter gehen, ne? Dass man einfach wirklich in dieser Lockerheit viel mehr schafft. Also da sind wir wieder bei der richtigen Strategie, nämlich sein Zeitmanagement dann sinnvoll zu nutzen und wirklich zu sagen, manchmal ist es langsamer fast ein bisschen besser. Und genau, anzuhalten, einfach anzuhalten und auch wieder sich selber in den Fokus zu stellen. Ich glaube, das war die wichtigste Geschichte für mich, auf jeden Fall. Das sieht lecker aus. Das sieht saulecker aus. Aber es riecht hier auch richtig lecker. Also die Peperoni schnuffeln hier total lecker. Die Fußzwiebeln riechen richtig. Also man kriegt so richtig Appetit. Und was wirklich auch immer dieses Schöne ist, und ich glaube, das ist auch dieses Wunderbare, was wir hier ganz oft demonstrieren, dass es eben manchmal gar nicht so viel Zeit benötigt, um schöne Dinge zu machen, um sich was Gutes zu tun. Und es sind diese Kleinigkeiten, die aber trotzdem das Leben dann bunter und schöner machen. Ne? Ja, vor allem haben wir ja bei sowas auch nochmal ein paar Vitaminchen untergebracht. Ne? Das wollen wir mal nicht vergessen, weil bei den Fertigsachen, das sind ja meist so getrocknetes Zeug obendrauf. Und, guck mal, Sabine, ja, da hinten weiß, da ist eine die Biene. Biene. So ein Teil, ich weiß. Ist es einfach. Ich muss es... Weißt du, ich mache das ja nur für Sie zu Hause. Nicht, dass Sie irgendwas nachmachen, was nicht schmeckt. Also das ist überhaupt gar kein Eigennutz von mir oder so, sondern wirklich nur meine Aufgabe. Der Danny ist im Erste-Hilfe-Kurs, oder? Der ist so gar nicht hier. Und du wagst trotzdem, das Brot zu essen? Ich denke, du bist im Erste-Hilfe-Kurs. Kurze Pause, ja. Willst du ein Brötchen haben? Hol dir eins. Jetzt? Jetzt? Wir warten alle. Ich schmier euch dann das Brot. Komm, alles gut. Hallo. Okay. Ich hol die. Da komme ich ja genau richtig. Bitteschön. Tag. Machst du aber dann die Tür wieder zu. Erstmal hier im neuen Studio, ich auch, ne? Ist das sauber, ja? Ja, das ist sauber. Das ist so lecker. Achso, du machst das erst, okay. Wo denn sonst? Das ist ein bisschen gemein für euch, ne? Die Sabine soll mal ihr Zeitmanagement jetzt gleich klug einsetzen. Ja, damit ich möglichst viele Brote schmier. Alles klar. Ist das lecker? Hm. Wow. Hm? Und auch so was für mich, so ein bisschen gehaltvoll, oder? Ja. Ein kleines bisschen. Na, ist ja nun mal so. Ja. Aber es hat deswegen schmeckt. Auch so gewisse Ähnlichkeiten. Aber es geht ja auch um Kraft und Stärke. Wahnsinn. Natürlich. So, ich muss weiter Leute retten. Okay, viel Spaß. Rette ich mir und du rettest, okay? Ich muss auch los. Ich muss zu den Erfolgsgeschichten. Hm? Ich darf mir wieder nicht, ne? Ich hab schon wieder den Mund voll. Mann. Ich fange mal an. Also wir haben heute eine sehr schöne Erfolgsgeschichte von einer Beraterin, der Annegret Kuhn. Und eine ganz tolle Geschichte, wo es wieder um die Liebe gehen darf. Und ich darf schon mal sagen, für dich, weil mit Happy End. Das ist doch immer deine Frage, die immer, du da so immer. Ich gehe auch in keinen Kinofilm, ich lese auch kein Buch, wenn es kein Happy End gibt. Ja, war Titanic nicht deins, ne? Nein, aber bei Titanic, das Schöne ist, wenn ich weiß, wie ein Film ausgeht, dann... ist es ja nun mal so, dass ich mich darauf einstellen kann. Mhm. Wenn ich es nicht weiß, finde ich das ganz, ganz doof. Und das Leben ist nicht immer nur ein Happy End, das weiß ich. Richtig. Aber bei Titanic, Entschuldigung, da wusste ich natürlich, wie der Film ausgeht. Ja, weil wir das eben von unserem Leben nicht wissen. Weil wir das von unserem Leben eben nicht wissen, gibt es Berater. Genau. Die uns einfach ein Stückchen des Weges ein bisschen erleuchten können, immer dann, wenn wir gerade ganz viel Dunkelheit verspüren. Und bei der Anruferin, bei der Janine, war es so, dass sie ganz furchtbar verliebt war. Und dass auch alles ganz gut war. Also es war ganz wunderbar, es war eine tolle Zeit. Und von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf der nächsten, hat der Mann sich nicht mehr gemeldet. Die waren verabredet, er kam nicht zur Verabredung, sie hat ihn telefonisch nicht erreicht, er hat nicht zurückgerufen, es gab gar keinen Kontakt mehr. Und es war natürlich wie Janine, also
auch die Frage, oh Gott, ja, ist ihm was passiert? Also fragt man sich ja auch, wenn da gar nichts mehr kommt oder so. Oder was ist passiert? Habe ich was falsch gemacht? Und so weiter. Und mit diesen ganz vielen Fragen hat Janine dann die Annegret angerufen und hat gefragt, was ist denn da los? Ist das, habe ich mir das nur eingebildet? Ist ja auch dann die Frage, ne? Habe ich da was reininterpretiert, was vielleicht gar nicht der Fall ist? Und da konnte dann die Annegret auch hineinfühlen, sich das anschauen und hat dann festgestellt, dass es eine Dualseelengeschichte handelt. Und viele Zuschauer von uns haben das ja hier schon ganz oft gehört, Dualseelenbeziehungen sind oft nicht ganz leicht. Und genau das hat dann die Annegret auch erklärt und was das für Janine bedeutet und so weiter. Und Janine konnte dann ein bisschen loslassen und konnte dann wirklich abwarten, zu sagen, okay, dann kümmere ich mich jetzt einfach um mich. Dann geht es jetzt eben um mich. Dann darf ich lernen, Grenzen zu setzen. Und dafür diese Wege sind auch wir Berater einfach auch da, ne, um das zu unterstützen. Das hat die Annegret auch gemacht und hat unterstützt. Also motiviert, Mut gemacht, wenn es mal nicht so gut funktioniert hat. Und im Laufe der Zeit irgendwann kam dann tatsächlich eine Nachricht von dem Herrn, der sich da so verflüchtigt hatte. Und da wusste Janine gar nicht, was sie machen sollte, hat damit Annegret natürlich Rücksprache gehalten, was mache ich denn jetzt mit dem? Weil da kommt ja so eine Wut auch hoch, ne? Und das möchte man dann eigentlich vielleicht gar nicht mehr. Aber weil sie wusste, okay, das ist einfach was Besonderes, können wir uns das anschauen. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und tatsächlich ist es so, dass die beiden in eine gute Beziehung miteinander gekommen sind und sogar ein Baby bekommen haben. Es ist wie ja meistens trotz alledem so im Leben. Und ich glaube, auch das ist vielleicht mal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Wir wissen es ja alle. Wir wissen ja, dass wir niemanden umklammern sollen. Wir wissen, dass Freiraum ganz wichtig ist in der Partnerschaft. Wir wissen, dass Eifersucht uns im Leben nicht weiterbringt. Und trotzdem können wir es manchmal eben nicht wegbekommen. Obwohl, weil wir eben Menschen sind. Genau, weil wir Menschen sind. Das gehört dazu. Und dann ist es eben so schön, wenn man jemanden hat, der einen aber immer wieder erklärt, Das ist einfach, und irgendwann macht's Klick, und genau dieser Klick, der fehlt vielen Menschen, und den Klick, den könnt ihr Berater halt ganz oft den Menschen mit auf den Weg geben, weil ihr eben als Außenstehender drauf guckt auf die Situation. Richtig, ganz genau, weil ich erkläre das auch immer wie mit einem Navi, ja, weißt du, ich möchte, und meine Kollegen, wir Berater, wir sind Navis, und für unsere Anrufer, und unsere Anrufer kommen zu uns und sagen uns, wo sie hinwollen. Und dann sagen wir, okay, da ist gerade ein bisschen Stau, Achtung, da ist eine Baustelle, und wenn du jetzt links rumfährst, landest du im See. Das ist unsere Aufgabe, aber das Auto steuern, das tut der Anrufer selbst. Mhm. Und natürlich, weil wir nicht drinstecken, sehen wir natürlich Dinge ganz anders. Ja, also wir können sehen, okay, das ist jetzt nur ein ganz kurzer Stau, der ist nach einem Kilometer zu Ende. Kannst du aber nicht wissen, wenn du im Auto hockst. Ja, also bist du auch darauf angewiesen, dass jemand aus dem Radio oder so das sagt. Und wir Berater können eben da mal drauf schauen, wie ein Navi. Annegret Kunz, mit dem Beratercode 8199. Vielen Dank. Kann man natürlich auch erreichen. Ja. Und das Schöne ist, und auch das finde ich, ist eben dieses Besondere bei unserem Partner Questico, aber das kriegt man ja auch bei Astro TV mit. Mhm. Ihr seid alle so unterschiedlich. Genau. Ja? Das Einzige, was euch alle irgendwie gemeinsam verbindet, ist, dass ihr den Menschen gerne weiterhelfen wollt und dass ihr eben auch diese Motivatoren sein wollt, die wir alle im Leben benötigen. Mhm. Sei es über eine App, aber natürlich auch die menschlichen Motivatoren, die man nicht außer Acht lassen darf. Und das ist ja auch für euch immer irgendwie was Schönes, wenn es dann eben solche Erfolgsgeschichten gibt, oder? Richtig. Und bei uns findet einfach auch jeder Anrufer genau das, was er sucht. Ob er jetzt jemanden sucht, der für den sprichwörtlichen Tritt in den Hintern geeignet ist, oder jemanden, der einen zum Erfolg kuschelt. Ja, jeder kann so das, genau das bekommen, was er sucht. Und das Schöne ist, und das ist wirklich auch etwas, wo man sagt, da hat sich auch die Spiritualität ein bisschen verändert, da hat sich vielleicht auch eure Arbeit ein bisschen verändert. Man ist so unglaublich transparent geworden. Das heißt, wir haben hier nichts zu verstecken. Wir sind über viele Jahre angegriffen worden von so vielen Seiten, über Scharlatanerie und Geldmacherei und so weiter und so fort. Und heute stehen wir da und sagen, Freunde, so ist es nicht, weil es ist euer Job, ihr verdient damit natürlich euer Geld, ihr macht diese Beratungen natürlich nicht umsonst, davon lebt ihr, aber ihr bringt den Menschen eben so viel Gutes mit, und ich glaube, das Schöne ist, dass man das mittlerweile auch spürt. Wir haben bei Astro TV, finde ich, uns auch so offen gezeigt in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr, und nicht nur das, sondern wir sind auch eben auch... Ihr Berater. Ne? Wir sind über Social Media Bereiche natürlich auch für Sie da, und Sie können sich mit uns verbinden. Das ist ja nicht so, dass jeder sofort zum
Telefonhörer greift. Aber man weiß, es gibt da irgendjemanden, der ja, vielleicht das offene Ohr hat und einem weiterhelfen kann. Ne? Genau, denn darum geht es ja am Ende. Ne? Dass wir einfach mal zuhören für Menschen oder weißt du, Themen, die einfach, die man mit niemandem besprechen kann. Wenn man in den Partner seiner besten Freundin verliebt ist, dann kann man das nicht mit dieser Freundin besprechen. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Und dann kann man das vielleicht auch nicht seinem Mann erzählen. Ja, ja. Das logischerweise, ja, ergibt die Natur der Sache. Aber uns schon. Ja? Und dann können wir uns das mal anschauen. Und dann können wir mal gucken, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Mhm. Ja? Lande ich im See oder finde ich den richtigen Weg? Ja, richtig. Genau. Sie können all diese schönen Dinge natürlich auch nochmal nachlesen. Nämlich auf der einen Seite im Zukunftsblick, unserem schönen spirituellen Magazin, das übrigens auch ja, ein bisschen verändert wurde und verändert sein wird. Also da können Sie sich auch drauf freuen. Und wenn Sie die erste Veränderung schon mal sehen wollen, dann gucken Sie ruhig auch mal bei Facebook vorbei. Denn auch den Zukunftsblick, den finden Sie natürlich bei Facebook. Genau. Und nicht nur das, sondern da können Sie zum Beispiel auch die ein oder andere Erfolgsgeschichte noch mal nachlesen. Aber Sie bekommen auch wirklich einen wunderbaren Einblick rund um unser monatliches Magazin. Und ja, Sie sehen es schon, da hat sich auch einiges getan. Sie sind auch sehr stolz drauf und wird sich noch einiges tun. Steffi, herzlichen Dank für ja, die Erfolgsstories. Heute ist Dienstag. Wir sehen uns die Donnerstag. Woche nochmal am Donnerstag. Genau. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Und Sie können sich jetzt freuen, denn wenn Sie auf der Suche sind nach Ihrer ganz persönlichen richtigen Löwenstrategie, dann können Sie die finden, denn es geht um eine schöne Verlosung. Martina Haas, die hat ihre zwei Bestseller mitgebracht, nämlich einmal, da geht es um Networking, was ja im Leben auch sehr, sehr wichtig ist, und es geht um die Löwenstrategie, wie Sie es schaffen, ein besseres Zeitmanagement zu bekommen. Diese zwei wunderbaren Bücher, die können Sie heute gewinnen. Wie immer verbunden mit einer Wahnsinnsfrage. Welches Thema hat uns denn die Martina Haas mitgebracht? Ist es A, die Bepflanzungstipps für den Balkon, oder sind es B, die guten Vorsätze? Unter den bekannten Telefonnummern 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil kann es teurer werden, 18 Jahre sollten Sie sein, bis 15 Uhr, wie gesagt, können Sie anrufen. Habe ich alles gesagt. Hunger? Hunger? Ein wenig. Ein wenig, ne? Sabine, ist schon schön in der Vorbereitung. Ach, du richtest das auch so schön an. Das ist diese unsere Berater sind ja nicht nur tolle Menschen, sondern die haben ja auch wirklich so viele Talente, das muss man auch sagen. Und das Schöne ist, dass jeder, und das haben wir gerade auch mit Steffi gesagt, ne, wir sind hier nur Menschen. Das heißt, natürlich können wir nicht alles immer hundertprozentig richtig machen. Fehler gehören im Leben dazu. Und ja, aus denen kann man natürlich lernen, aus diesen Fehlern. Aber man muss halt anfangen, vielleicht auch wirklich ja, die richtigen Wege zu finden. Ne? Also es fängt halt damit an, dass du ein Bewusstsein dafür hast, was du verbessern könntest. Und es ist nicht unbedingt nur das Thema, Zeit zu sparen. Manchmal ist es besser, Zeit zu investieren, besser zu erklären, damit andere dann auch besser handeln können. Wir sind alle grottenschlecht in Sachen Kommunikation. Wir reden schlecht über uns selbst, mit uns. Ein wichtiger Punkt, habe ich in der Löwenstrategie nicht berücksichtigt, aber die Kommunikation mit anderen. Wir sorgen mit unserer falschen Kommunikation für Fehlerwartungen, für Fehler, für Verzögerungen. Manchmal gehen ganze Projekte den Bach runter. Wir müssen bewusster kommunizieren und wir sollten dem anderen auch zuhören. Und es ist nun mal so, wenn wir schlecht kommunizieren, vermarkten wir uns schlecht. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Beraterin. Wir müssen uns alle gut vermarkten, und wer sich nicht gut vermarktet, hat im Zweifel auch kein starkes Netzwerk. Ja, ja, wir müssen immer ja, viel mehr an uns glauben. Es gab mal eine Zeit, kennt ihr bestimmt vielleicht noch aus dem Internet, das ist schon ewig her, ein blinder Maler, der Porträts gemalt hat von Menschen, die sich beschrieben haben. Das heißt, die Person selber hat sich beschrieben und der Maler hat nach dem, wie es erzählt wurde, wie die Person aussieht, hat der das dementsprechende Porträt vorgestellt. Und kurz danach wurden Menschen, die dieser Person sehr, sehr nahe sind, gefragt, wie sieht diese Person aus? Könnt ihr mir die beschreiben? Und es waren zwei völlig unterschiedliche Porträts. Natürlich war es die Person, die man auch erkennen konnte, aber sie selber, also die Person, die sich selber beschrieben hat, hat sich immer viel, viel, ja, unschöner, viel, viel hässlicher beschrieben, als sie in Wahrheit war. Und die Freunde haben wirklich gezeigt, was für eine Schönheit in dieser Person steckt. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes, einen sehr schönen Test, wirklich zu sehen, dass man manchmal wirklich sich selber
falsch wahrnimmt. Ne? Also man weiß das aus der Psychologie, dass das Fremdbild immer besser ist als das Bild, was man von sich selbst hat, weil wir auch einen hohen Anspruch an uns selbst haben und uns manchmal auch überfordern. Und viele sind auch mit Perfektionswahn unterwegs. Und gerade dieses Thema, in 4 Stunden mehr zu erreichen als andere am ganzen Tag, ist auch die Pareto-Formel. Es gibt diesen Grundsatz, dass man mit 20% seines Einsatzes 80% des Ertrages erwirtschaftet. Mit 20% unserer Kunden machen wir 80% des Gewinns. Und was tun wir? Wir kümmern uns um die Nerven, die schlecht bezahlen, im Grunde um die falsche Zielgruppe. Auch da die klare Entscheidung zu treffen, was will ich wirklich? Und dann dort zu investieren, wo es sich lohnt. Termine. Im Endeffekt mit sich selber auch wirklich mal auszumachen, um wirklich auch am Ball zu bleiben. Ich vergleiche das immer so, man geht jeden Monat Badminton spielen, weil es einfach Spaß macht und man macht, wenn man die Stunde beendet hat, für den nächsten Monat oder für die nächste Woche sofort einen neuen Termin aus. Und wenn man es einmal nicht macht, dann ist man plötzlich draußen und dann geht man plötzlich irgendwie nicht mehr Badminton spielen. Anstelle wirklich weiter am Ball zu bleiben und zu sagen, egal wie. Wir müssen uns manchmal wirklich Ziele setzen. Wir sind gerade auf deiner Internetseite. Auch da kriegt man sehr viel Motivation, denn darum geht es natürlich. Wir alle brauchen Motivation in unserem Leben und wir können eben Motivation auf so viele Wege uns nach Hause holen. Brauchen wir nicht immer nur den Motivator an unserer Seite, aber wir haben die Möglichkeit, trotz alledem wirklich tolle Artikel zu lesen oder eben kluge Sätze zu hören. Und auch schlaue Bücher zu lesen. Und auch das Internet bildet, wenn man die richtigen Accounts, wenn man den richtigen Accounts folgt. Ja, natürlich. Auch das ist meine Wahl. Jeder hat die eigene Wahl, wirklich die Dinge anzunehmen oder nicht. Und jeder ist ein eigenes Individuum und für den einen ist es eben so, für den anderen so, aber wichtig ist, dass wir alle unsere Wege finden, die uns voranbringen und die uns nicht blockieren. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch wirklich machbar. Wir wollen uns ein bisschen stärken und wollen natürlich auch mal kurz mal gucken, Sabine, was du da so alles Schönes schon angerichtet hast. Komm, Martina, wir gehen rüber. Die hat der Danny mitgenommen. Ach nee, die ist hier. Nee, genau. Die ist noch hier. Sieht das nicht köstlich aus? Klasse. Platz schaffen, genau. Für welches willst du dich denn entscheiden? Steffi, komm doch auch rüber vielleicht zu uns. Du bist auch verkabelt, ne? Oder hast du dich schon? Na, wunderbar. Also ich glaube, ich bin für den Frühling. Der Frühling? Jetzt bin ich gespannt, ob Steffi dann zugreifen wird, hier von diesem wunderbaren Brot, denn ich weiß ja, wie mäkelig sie ist eigentlich. Ja, machen wir den Abfall so zur Seite. Ist sie oder ist sie nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja, aber was? Also, aber du greifst zu, ja? Ich würde ja eher auf das Rot. Mediterrane gehen. Ehrlich? Nee, ich esse keine Tomaten. Ah, okay. Es ist kalte Tomaten. Für die keine Tomaten wollen, gibt es natürlich auch noch das schöne Radieschenrezept. Und die Rezepte, laden wir die hoch? Schreibst du die irgendwie auf? Ich kann es aufschreiben, ja. Fände ich eigentlich ganz schön, obwohl so schwer waren sie nicht, oder? Selbst wenn ich sie mir überhalten kann, glaube ich, schafft das jeder. Und das Schöne ist, wir haben ja unseren YouTube-Kanal, wo man immer noch mal ein bisschen nachkochen kann und noch mal ein bisschen alles ausprobieren kann. Greif zu, bitteschön. Ja, danke. Achso, du wartest, bis die Sendung vorbei ist. Nein, damit ich warte, bis jemand das schneidet, genau. Damit ich es nicht anlangen muss. Weil es ist sehr groß, findest du nicht? Das ist sehr große Brote. Ja, achso, ich dachte, du hast da auch so ein... Manchmal ist es ja auch lustig, so Ticks dann kennenzulernen. Ich kann kein Essen anfassen. Man muss es mir schneiden. Ich esse ja selbst Melone mit Messer und Gabel, ne? Nein. Ja? Ja. Ja. So, wir gucken mal auf den Spruch des Tages in der Zwischenzeit. Ich gebe dir mal ein Serviettchen und dann lege ich dir das da noch so drauf. Also ich kann Essen schon also anfassen. Besser kann man es nicht machen, oder? Aber du bist ganz wunderbar. Dann würde ich aber auch ein geschnittenes nehmen. Naja, ist klar. Dafür bin ich ja da. Gute Vorsätze sind Schecks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Wie immer klug. Ja, aber dieser Oscar Wilde ist ja auch ein so kluger Mensch gewesen.
Also wirklich. So. Ach, jetzt habe ich dir gar keine Serviette angeboten. Nö, das ist super. Das war ein herrlicher Nachmittag mit euch. Ich hoffe, Sie haben ihn genauso genossen wie wir. Und vielleicht haben Sie auch wirklich die ein oder andere Anregung bekommen, weil das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck, warum es unsere schöne Sendung Leichter Leben gibt. Genau. Nämlich auf unterhaltsame Art und Weise Menschen zu motivieren, mal über Dinge nachzudenken. Martina, vielen, vielen Dank für deine schönen Tipps. Euch natürlich wie immer Dankeschön. Du heute Abend, 21 Uhr. 21 Uhr geht's los, ja. Krass. Lange Wartezeit. Aber geht. Wir haben ja was zu essen. wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr. Da wissen Sie Bescheid, was Sie zu tun haben. Ganz genau den richtigen Knopf für das richtige Programm zu finden. Bis dahin haben Sie sich wohl. Schönen Abend. Nancy Hinkelmann jetzt im Anschluss. Glaube ich. Ja, Nancy. Viel Spaß. Schon toll. Ja, super.